Richtiges Timing oder anders gesagt, zeitlich korrektes Setzen von Einwirkungen ist ein zentraler Faktor für erfolgreiche Hundeausbildung. Dies gilt auch für das auf negativer Bekräftigung basierende Sicherheitstraining und seine Variante, das Aktivierungstraining. Beim Aktivierungstraining wird der potenziell unangenehme elektrische Reiz dem Hund in einer anregenden, Muskelkontraktionen auslösenden, jedoch schmerzlosen Intensität präsentiert. Tipptopp! Spiele! In beiden Fällen beginnt der Reiz unmittelbar nach dem Kommando und endet frühestens nach Beginn der kommandierten Handlung und spätestens mit dem Ende der korrekten Reaktion des Hundes. Der Pfeifton setzt unmittelbar nach dem Ende der elektrischen Stimulation ein und dient dem Hund als Rückmeldung: Ich hab's richtig gemacht. Beginnt der elektrische Reiz wegen schlechtem Timing zu spät, verwandelt sich der als negativer Bekräftiger geplante Reiz beim Sicherheitstraining in eine Bestrafung. Der Hund erhält einen Strafreiz für die begonnene korrekte Reaktion. Platz. Gleiches kann auch beim Aktivierungstraining passieren, da die auf den Hund lediglich anregend wirkende Reizstärke auch vom erfahrenen Ausbilder nicht immer exakt getroffen wird. Der Reiz wird also leicht unangenehm und hat in Abhängigkeit vom Timing im günstigen Fall leicht negativ bekräftigende oder im schlechten Fall strafende Wirkung. Weiß. Korrektes Timing nach dem Prinzip des Fluchtvermeidungslernens ist also ein Eckstein bei der Ausbildung mit elektrischer Stimulation. Wer dies berücksichtigt und praktisch richtig umsetzt, wird mit einer präzisen, hochstehenden Verhaltenskontrolle seines Hundes belohnt. Luca, stopp!